wo der Präsident mit seinen russischen Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Price? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Price, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. So, jetzt aber. Als Price bei der Taskforce. Ach du Scheiße, ich bin, glaube ich, nicht mal annähernd so gut wie Price. Wie Breitzer? So, mal schauen, was wir uns jetzt hier zu tun haben. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert, mein Staub zu Staub, 21. Januar, 22.14 Uhr, als Captain Price beim Sonderkommando 141 auf einer arabischen Halbinsel. Beziehungsweise auf der arabischen Halbinsel. So. Okay. Ja, setz mal dein Helmchen auf. Wir sind aus wie hier im Raumanzug, ey. Boah, leck mir am Arsch, ey. Hauptsache Juri als einzelne Person. Das hat bestimmt eine Bewandtnis. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Ha, krass geil, ey. Mit der MG. Lol. Roms. Makarov hat da drin eine kleine Armee. Das hilft ihm nicht. Die Lüfte hacken, damit er nicht weg kann. Bin dabei. Muss mal kurz nachladen hier. Dann muss drin sein. Dum, dum, dum. Raketenwerfer, erster Start. Heilige Scheiße da oben, Drecksack. So, Juri. Das ist lustig, dass ich jetzt mal als Price unterwegs bin, nicht als Juri. Das war es ja immer umgekehrt, aber das hat bestimmt seine Bewandtnis. Zivilisten kommen raus, nicht schießen. Ach, da hinten. Hallo. Müssen wir hoch? Die Rolltreppe rauf! Okay, hat sich erledigt, die Frage. Nikolai, wir brauchen diese Lüfte! Ich habe es gleich. Vorrücken! Okay, kontrolliere die Aufzüge. Schicke sie in euer Stockwerk. Okay. Juri, what's up? Scheiß ne Wurst drauf. Boah. Ja. Makarov ist ins Restaurant im gleichen Stock. Er hat jede Menge Wachen dabei. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten, MPs und Sturmgewehre. Feindlicher Helikopter in Anflug. Einer will zum Dach. Vermutlich zu Makarov. Oh. Feuer! Guter Schuss!
Wow. Fuck. Na geil. Wie viele Mann warten da oben? 40? Nikolai, wir brauchen einen anderen Lief. Verstanden. Das hält nicht mehr lange. Wow. Das war aber sauknapp, Freunde. Ach du heilige Scheiße. Na toll, mein Körper verkommt 4 Minuten. Na toll. Na geil. Ist alles nicht so einfach, wenn man halb tot ist. Meine Fans. Gut, wir haben noch 3 Minütchen, wie es aussieht. Wow. Ja. Boah. Holla, die Waldfee. Ich wollte mich hier erholen. Kurz. Boah. Leck mich doch sonst wo, ey. Ach, das ist Juri. Gott sei Dank. Na, klasse. Geil, meine Granate. Oh Mann, scheiße. Kriege ich jetzt wieder die 4 Minuten? Na toll. Pass auf dich auf, Juri. Du bist ungeschützt. Oh Mann, ich bin heute echt ein Tollpatsch. So, diesmal warte ich. Pass auf dich auf, Juri. Du bist ungeschützt. Oh, das waren Zivilisten. Andere Seite auch noch. Fresst Granaten. Penisköpfe. So, Juri. Juri! Hep! Kann ich hier durch? Muss ich hier durch? Ja, scheinbar schon. So. Ich dachte 40 Mann, das sind hier einige 100. Boah! Leck mich am Arsch. Oh, wer ist das da? Hoffentlich ist das Juri. Ja, sieht aber ganz danach aus. Ja. So. Ihr Verfickten. Junge, hast ein Problem. Boah! Komm schon. Er ist noch da. Sie haben ihn fast. Da ist er. Achtung, der Hubschrauber. Wow. Heilige. Alles noch ganz? Er darf nicht entkommen. Makaro fällt zum Dach. Nein. Er ist den Aktor aus, weiter laufen. Ich brauche vielleicht mal wieder eine Waffe. Er will zum Hubschrauber, schnell. Hey, ich bin noch gesprungen, Mann. Wie schnell soll ich denn da sein, ey? Ach Gott. Jetzt geht so eine Scheiße wieder los. Er will zum Hubschrauber, schnell! So, Arschgeige.
oh oh. Zieh hoch die Scheiße. Au, au, au. Oh, oh, oh. Hä? Achso, ich bin wieder Juri, oder was? Nee. Doch? Nee, ich bin immer noch Bryce. Das gibt's jetzt nicht, oder? Linke Maus, linke Maus, linke Maus. Alter, wie ich diese Kampfszenen hasse. Die habe ich schon im zweiten Teil so derbs gehasst. Komm schon, ich bin schneller. Komm schon. Meine Waffe. Meine Waffe. Ja. Oh, nee. Das ist jetzt uncool. Nein. Sauber, Juri. F. Komm schon. Vermöbel den Drecksack. Vermöbel ihn. F. Jawohl. Alter, voll das Szenario hier, was ich hier mit der Maus anstellen muss. So vergewaltigt habe ich die noch nie, ey. Das ist ja echt. So, Makarov. Hängt sich's gut? Zu geil. Und jetzt? Ah, ich muss nichts tun. Ich bewege mich selbstständig. Wie nett. Ziel erfüllt. Ha, tja. Mein Freund. Kriegst du kein Feuer an, Jung? Du raust doch jetzt nicht ernsthaft ein, oder? Wie geil. Oh Mann, ey. Und er baumelt da vor sich hin, das ist echt zu gut. Dum, dum, dum. Designed and developed by Infinity Ward and Sledgehammer Games. Ganz viele Namen. Ein ganz geiles Spiel. Ich hoffe, ich habe es auch relativ gut rübergebracht, auch wenn ich manchmal etwas schweigsam war, vor allem in den ersten Parts. Boah, da ging ja ab hier. Boah, wie viele Leute daran entwickelt haben. Chinguju. Also, ich finde japanische Namen immer lustig. Hier, guck mal. Chinguju. Links. Naja, also wie gesagt, war ein ganz lustiges Let's Play. Modern Warfare 3. Wir haben Makarov aufgehängt am Metallseil. Additional Developed Support from Raven Software, Drake Arch and Neversoft Entertainment. Da sind auch nochmal 150.423 Namen. Und ja, saugen wir sie in uns auf. Die Leute, die dieses Spiel entworfen haben. Krass geil. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play viel Spaß gemacht und man hört sich demnächst im nächsten Let's Play, denn ich gebe nicht auf. Ich danke euch natürlich fürs Dabeisein, fürs Supporten, fürs Kommentare schreiben und natürlich fürs Zusehen. Deswegen auch ein Special Thanks an euch. Stellt euch einfach vor, euer Name steht da.
Jane Wong. Okay, wir hören uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Let's Play, wenn es hier wieder richtig zur Sache geht. Bis dann. Frage ich mich gerade, ob ich Spezialeinheit auch noch spielen soll. Aber nein, danke. Vielleicht beim nächsten Mal. Und das war's erstmal vom Modern Warfare 3 Let's Play. Tschö!